Und zwar hört mal schön hin. So. Wo wohnen wir jetzt hier? Jetzt sind wir gerade drüben, wir müssen nach Bassenheim. Diese ganzen Ortschaften hier, Leute, falls ihr nicht aus Koblenz oder Umgebung kommt, ist echt, ich komme da komplett durcheinander. Also ich weiß nicht, also das ist auch jetzt überhaupt nicht böse gemeint gegen irgendwelche Leute, die in Rübenach wohnen, aber für mich als Koblenzer, ich weiß nicht, Rübenach ist irgendwie eine komplett andere Welt. Ja, das ist irgendwie, die ganzen Reise. Also es ist so weit weg von der Stadt oder sonst, also es ist so weit außerhalb, dass es schon für mich fast gar nicht mehr zu Koblenz gehört. Aber wie ist dein Ziel jetzt nächstes Jahr? Also der Hauptfokus liegt jetzt erstmal darauf, wie er schon gesagt hat am Anfang, mich ein bisschen zu regenerieren und erstmal herauszufinden, was ich am besten essen sollte, wie, wo, was, wann und halt ein bisschen so Feintuning, was mein Lifestyle angeht. Und dann, was das Training angeht, würde ich sagen, gar nicht mehr so viel Kraft. Also ich bin jetzt aus dem Alter raus, habe gelernt und er hat mir auch den Kopf gewaschen. Du hast Kraft ohne Ende, du brauchst die Kraft nicht mehr, also nicht nur ja dieses reine Stumpf. Also nicht, dass er die Kraft nicht braucht, aber also nicht dieses stumpfe Brust-Bizeps-Training. Genau. Ist, ja. Halt wirklich dann hier Lauftechnik und halt die PS auf die Straße zu bringen. Das Ganze bringe ich eigentlich mit, aber es sind ein, zwei Sachen, an denen ich besonders arbeiten muss, habe ich jetzt auch durch die Saison gemerkt. Die mich halt wirklich voranbringen und das ist halt nicht Kraft. Das waren halt wirklich so Sachen wie das Verständnis des Spiels und halt einfach die Vision, so die Übersicht zu haben, wo kann ich langlaufen, wo soll ich am besten langlaufen, vor dem Snap mal ein bisschen lesen, wo der Linebacker steht und solche Sachen. Und da habe ich den Thomas natürlich auch wieder, den perfekten Mann, da er selber lange Jahre Football spielt und da auch einiges weiß und kann, ja, auch noch ein bisschen Zeit dann in den Büchern verbringen. Und ja, das ist so der Hauptfokus. Also das waren auch so die ersten Sachen, an denen wir auch praktisch so gearbeitet haben. Ja, also Football-IQ und so weiter ist halt auch was, woran wir halt viel gearbeitet haben. Verbunden halt auch mit Lauftechnik und Agilities und so weiter. Da werden jetzt auch so die nächsten Steps weiter reinlaufen, dass man halt weiter noch versucht, in die Agility-Sachen reinzugehen. Was ganz, ganz wichtig sein wird und auch ein Punkt sein wird, ist hier Mindset. Ja, deine Konstanz praktisch im Training und im Spiel, dann hast du halt auch eine ganz andere, wie Gary schon sagt, Vision auf dem Feld. Mhm. Bist viel, viel ruhiger und triffst dementsprechend bessere Entscheidungen. Und da hat man schon gesehen, dass am Anfang war es halt, boah, geil, lass einfach mal reinkrachen. Und mittlerweile ist halt so, okay, wo finde ich das Gap, wann mache ich einen Cutback? Also, wir sind jetzt da. Warum ist es hier so dunkel? Das Geilste ist, wenn wir zum Rico kommen, ich mache das mal gerade hier alles ein bisschen heller. So, wenn wir zum Rico kommen, ist die Klingel. Und zwar hört mal schön hin. So, hoffentlich habt ihr das gehört. Für jeden, der es errät, einmal in die Kommentare schreiben, bitte. Da ist der Rico. Hi. Ich wusste gar nicht, dass die ganze Welt mit zuschaut. Das haben wir auch schon gesagt. Dann hätte ich natürlich ein bisschen aufgeräumt, ne, Freunde. Kannst du auch nicht mit anfangen, ne? Also, läuft, ne? Aber ja, das ist ja. Der ist unser Schissi. Ich bin schon ganz stolz, dass er schon da ist. Ja, wir haben uns gedacht, wir filmen das Ganze mal ein bisschen Journey-mäßig, dass du halt auch Bescheid weißt. Ja, ich weiß, ich habe es extra nicht gesagt. Also ich habe es auch eben schon angekündigt, dass du es nicht weißt. Also wir sind jetzt hier in Ricos Hood. Ich habe dem Gary noch gar nicht so viel erzählt, wie ihr eben schon mitbekommen habt. Wir setzen uns gleich mal hin, würde ich sagen. Und dann erzählt erstmal Rico von sich ein bisschen. Und dann gehen wir ein bisschen darauf ein, wie heute der weitere Plan ist. Der war übrigens etwas länger bei mir im Coaching. Der hat eine Zeit lang keine Kraft gekriegt. Ach so. Wie ihr jetzt gerade schon mitbekommen habt, wir sind beim Rico eben reingeschneit. Ich habe im Auto eben schon ein bisschen was von Rico erzählt. Am besten, Rico, erzähl es einfach mal selbst ein bisschen von dir, was du machst, wer du bist und. Schieß einfach mal los. Ja, ein bisschen was hast du ja schon gesagt. Also als allererstes freue ich mich, dass ihr bei mir seid. Ja, was mache ich? Ich bin sozusagen für eine optimale Schmerzbehandlung zuständig und habe mich nebenbei auf die Hormonregulation spezialisiert. Und ja, das fängt im Prinzip an bei was soll ich essen, bis hin zu wie kann ich besser schlafen, wie kann ich 100% Leistung abrufen. Und ja, ich denke, das ist ein Punkt, warum ihr heute hier seid, um euch optimal einstellen zu lassen. Und dann bin ich mal gespannt, was man aus euch noch rausholen kann. Genau. Ab
übernächster Woche dann im Radiologischen Institut in Koblenz. Und ja, also jeder, der Schmerzen hat oder jeder, der sagt, ich möchte ein bisschen mehr von meinem Leben haben, der kann dann gerne zum Besuchen kommen in der Hohenzollernstraße und sich bei uns melden. Ich würde sagen, bleibt dran, weitere coole Sachen folgen noch. Kohlenhydrate brauchen Nährstoffe, um verstoffwechselt zu werden. Eiweiße brauchen Kohlenhydrate, um verstoffwechselt zu werden. Damit wir da nicht einfach nur Whey reinführen und letzten Endes ein Zucker irgendwo an der Kartoffel in den Beinen ankommt, ist die Nährstoffversorgung wichtig. Und meines Erachtens geht das immer einher mit einer Darmreinigung. Alles muss erstmal raus. Und dann kann, wie bei einem Schwamm, auch alles wieder optimal aufgenommen werden. Wir müssen sich so ein bisschen vorstellen, das Gehirn das Bauch ist. Ich wurde ein bisschen weggeschickt, als ich gelesen habe, dass die ersten Gehirnzellen dieselben Verbindung hatten wie Darmzellen. Also manche Forscher sagen, dass das Gehirn aus dem Darm entstanden ist. Also richtig spooky. Deswegen auch manchmal so viel Scheiße im Kopf. Also zweiter Teil ist von dir dann vorgegeben, welches Frühstück, welches Mittag, welches Abendessen. Empfehlung wäre, dass ihr 2-3 verschiedene Frühstücksstückse zusammen zusammen macht. 2-3 Mittagessen, 2-3 Abendessen, das mehr macht man eigentlich nicht. Weil dann weißt du schon, dass nach 2 Stunden dein Blutzucker normal ist und dann kannst du wieder ins Training starten. Das heißt, 2 Stunden vorm Spiel den und den Shake, den ihr zusammen halt kreiert habt. Oder das und das Meal, was ihr kreiert habt. Und du weißt ganz genau, ich komme in kein Loch rein. 12 seconds later. Und was wir auch machen können, wenn ihr wollt, wir können eine Kalibermessung machen. Da finden wir dann mal raus. Andi Scholz beim Figurmacher, Grüße an dieser Stelle, wenn er das sieht. Und er durfte das Ganze lernen und er hat eine geile Software geschrieben, wo man auch mal sehen kann, okay, welche Hautfalte bedeutet welchen Status innerhalb des Körpers. 14 Messpunkte? 14! Nee, 14. Nicht 14! Junge, der hat gestern 3-4 gemacht. Ja, ja, aber um halt eine Dominanz festzustellen, macht es Sinn, dass man 14 nimmt. Ja. 5,4, 12,3, 7,7, 9,7. Bisschen außen rotiert, ne? Du bist genauso schlimm wie ich, da hat der Blick gerade vom Gary gesagt. Nee, wenn ich ihn angucke, finde ich auch immer. 14,9, 9,5, 14,8, 14,1, 4,3, 10,3, 14,5, 7,5, 20,6. Das war's, perfekt. Jesus, 20,6, das wird gut. Beim Gary habe ich das, glaube ich, hoch. Und ansonsten gucken wir später. 3,1, 6,8, 5, 5,7, 9,3, 4,7, 6,5, 9,5, 4,4, 2,2, 4,2, 9,5, mach 15,9. Freitag. Das ist eine Komplikation. Wir sind ja wünschenswert unter 10 mm. Also das sind jetzt nur für dich deine Prioritäten. Die sind eigentlich soweit, finde ich die gut. Ja, nach der 7-Falten-Methode bist du bei 11,8. Mhm. Nach der 9-Falten-Methode bei 8% Körperfett. Unser Fettos ist da. Noch. Das ist das Ding voll ungenau von gestern. Dass die Waagen, die messen halt nur den elektrischen Widerstand im Gewebe. Mhm. Das heißt, wenn du halt vorher gegessen hast oder viel getrunken hast, ist der Widerstand im Gewebe halt anders, weißt du? Ja. Deswegen ist das halt, musst du halt eigentlich immer zur gleichen Uhrzeit messen und mit dem gleichen Kalorieninput vorher. Ja. Sonst ist es halt Ergebnis bei jeder Messung halt unterschiedlich. Also. Nee, 11,2 bin ich auch der Meinung, solltest du bleiben. Jedenfalls jetzt am Anfang vor der Saison, weil es schützt zum einen vor Verletzungen, es schützt das Nervensystem und es ist erwiesenermaßen der beste Fettgehalt des Mannes in diesem Bereich, 11%, sogar 11, 12 so, wo du trotzdem Muskeln gut aufbauen kannst, aber ich zum Beispiel jetzt Östrogene nicht so gut einschleusen oder drin bleiben können im Organismus. Und ja, alles, was so bei 10, 9, 8 geht, ist schon so ein bisschen zäh. Das merkst du schon. Ja? Jetzt so bei 15, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist schon ein bisschen zu viel einfach für Leistung, für Hochleistungssport. Also in der Offseason immer so auf 11 und so in der Saison bin ich immer so auf die 8 gerutscht. Mhm. Und das war echt so eine Erinnerung Krebs. Ey. Ich weiß nicht, in der Saison. Das ist schwer, ja. Scheiß. Aber das ist dann, das merke ich schon oft, das fuckt mich ab, obwohl ich nicht mehr esse oder sowas. Dann doch bestimmt ein bisschen mehr natürlich, weil ich halt auch mehr trainiere. Und dann bin ich in der Saison, bin ich jetzt wirklich von, glaube ich, 89 jetzt auf die 91, 92 Kilo teilweise hochgekommen. Und habe das aber auch gemerkt, das Gewicht, dass ich das rumtragen musste. Das ist aber gar nicht so komisch, weil du musst dir vorstellen, Langzeitstresshormon Cortisol für Fight or Flight zuständig. Wirst du merken, wenn du sehr viel Stress hast, dein Stresslevel sich erhöht, ist das Cortisol das, was sagt, nein, behalt das, was du hast. Und wenn du nach der Saison fertig bist, dein Stresslevel sich normalisiert,
dann lässt du auch Pakete frei, die du vielleicht gar nicht brauchtest. Also selbst wenn du nieder- oder unterkalorisch bist, kann es sein, dass Leute halt ein gewisses Bauchfett einlagern, speichern, da weißt du immer, okay, ist eine Cortisol-Dominanz da. Das Fett sich zum Beispiel eher am Bauch einlagert, das ist ganz klar Cortisol-Dominanz. 2 Stunden später. Frische Luft. Frische Luft. So, wie viel haben wir? Weißt du es einer? Es sind 30 drei. Durch. Drei? Gleich, Viertel vor, also 10 vor. Okay, wir waren jetzt 3 Stunden bei Rico. Ja, Katabol unterwegs sind wir alle. Der katabole Teufel hat wieder zugeschlagen, deswegen gehen wir jetzt was frappen. Ja, Gary, gib mal Feedback, wie fandst du es? Interessant. Was soll er jetzt auch sagen? Ich bin direkt daneben, Alter. Nee, sehr interessant, sehr ausführlich gewesen und einige Aspekte ja, dazu gewonnen, erlernt. Und ich denke, mit diesen neuen Informationen kann ich sehr gut arbeiten. Bin mal gespannt. Bin ich, man sieht mich nicht, Alter, wie rassistisch das Ding ist. Nur in die Zähne, ja. So, ja, wir waren jetzt hier 3 Stunden bei Rico, saßen zusammen, haben mal den Gameplan, würde ich das mal einfach mal sagen, besprochen. Das Erste, was ich jetzt tue, ist eine Woche dokumentieren, überwachen, ja, was ich esse und was ich denn so verbrauche. Sprich, ja, mein Energiebedarf wird jetzt erstmal festgestellt und danach gehen wir ja ein bisschen tiefer ins Detail und schauen dann, wie meine Ernährungszusammensetzung oder die perfekte Ernährungszusammensetzung für mich aussehen sollte. Ja, auch so ein Punkt, von dem ich bis dato nichts wusste. Darmflora, Darmreinigung und die Effekte auf unseren Hormonhaushalt und dann die Effekte auf unsere ja, Leistungsfähigkeit, habe ich das auch alles gelernt. Also war ganz geil. Also Leute, falls ihr Interesse habt, dann schaut immer bei ihm vorbei. Du kannst ja mal deine Webseite nennen oder ja. Kontaktdaten. Ja, ricograbowski.de ja. Oder einfach bei Google schauen, einfach Rico Grabowski eingeben und dann, egal wie ihr es schreibt, ihr werdet schon irgendwie mich. Ich wollte gerade sagen, da der Name so gut egal wie ihr es schreibt. Tippbar ist und sonst irgendwas, ich werde es auf jeden Fall unten in der Bio einschreiben, beziehungsweise in der unten verlinken. Und bei dem guten Herrn wird es genauso aussehen, aber natürlich verfolgen wir beide etwas unterschiedliche Ziele. Das war auch ein Hauptaspekt am Anfang, dass wir eine Zielsetzung haben und dann daraufhin halt arbeiten und nicht einfach blind irgendwo reinstarten und sagen, ja hier, so, so und so, sondern es soll ja alles auch schon keinen Sinn haben und auch etwas ja, zielführend. Dem ist nichts hinzuzufügen.